Erst wirft er seinen Feinden direkt in die Falle, dann lässt er sich auch noch anschießen. Das bin übrigens ich. Damit ihr versteht, wie es dazu kam, gehen wir erstmal ein paar Schritte zurück. Also, alles begann mit diesem Waisenhaus. Es ist aber kein normales Waisenhaus. Geführt wird es nämlich von Niklas Nikolas, der seine Schützlinge zu Auftragskillern ausbildet. Als ich ein Jahr alt war, fand er mich vor der Tür und ich wurde einer seiner besten Angestellten. Da bist du ja endlich. Was verschafft mir die Ehre? Ein Auftrag. Du musst nicht mal jemanden töten, nur wen aus dem Knast holen. Wen? Knastbruder Bast. Sebastian Kramer, auch bekannt als Knastbruder Bast. Er wird so genannt, weil er aus 10 der größten Gefängnisse weltweit getürmt ist. Im Moment sitzt er in Blackstone ein. Um ihn da rauszuholen, brauche ich ein bisschen Equipment. Ein Glück, dass ich einen Mann dafür kenne. Diamond Billy. Hey Billy, wie geht's? Oh, ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Tut mir leid. Hast du etwa ab? Panama oder so. Schlechte Zeiten ziehen auf, weißt du? Wenn du meinst. Ich bräuchte jedoch vorher einen Gefallen von dir. Und wie ist es? Perfekt. Hey. Ich bin neu hier und wollte mich schon mal ein bisschen umschauen. Ich wollte zwar gerade gehen, aber ich hatte kurz Zeit. Danke, einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Und Sie sind... Jonathan Cutter. Hier ist mein Pass. Entschuldigen Sie, ich bräuchte kurz Sebastian Kramer. In Ordnung. Hey, Bast, komm mal her. Kommen Sie mit. Also, ich bin hier, um dich rauszuholen. Endlich. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Verdammt! Was ist los? Das ist James Donovan vom FBI. Seit er vor einer Woche in die Stadt kam, hat er schon über 20 Verbrecher eingebuchtet. Wir müssen aufpassen. Super! Eine Sackgasse! Was sollen wir jetzt tun? Wart's ab. Gute Arbeit. Los, komm schon. Verdammt! Noah Hunter, eine bekannte Attentäterin. Also, wer hat dich geschickt? Ich verrate gar nichts. Verdammt nochmal, wer hat dich geschickt? Wow, 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 warte. Es war Florian Bertelli. Hey, wer ist da?
Verdammt! Florian Bertelli also. Warum ließ er Sebastian umbringen? Ich werde ihn wohl aussuchen müssen. Einziges Problem, es gibt zwei. Bertelli Senior, ein berüchtigter Gangsterboss, und Bertelli Junior, ein zweitrangiger Bankräuber. Schnell! Die Cops kommen! Da ich nicht weiß, wer es war, werde ich sie wohl beide aufsuchen müssen. Meine Picassos sind weg. Was zum Teufel? Du willst dein Zeug zurück, morgen um 10 Uhr am Eingang vom Central Park. Sohn, was machst du denn hier? Das gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Da seid ihr ja endlich. Was willst du von uns? Ich will wissen, warum einer von euch eine Auftragskillerin auf mich angesetzt hat. Hä? Was ist los? Das sagt einiges, Junior. Du hast anscheinend keine Ahnung. Du kannst gehen. Und was ist mit meinem Geld? Findest du draußen im ersten Gebüsch. Ich gehe dann auch mal. Du bleibst schön hier, deine Bilder sind woanders. Mist. Also, ich will jetzt eine Erklärung. Ja, Bast hatte gewisse belastende Informationen und... Wie soll ich sagen? Daher wollte ich ihn loswerden. Und was hab ich damit zu tun? War wohl Zufall. Außerdem hätte es auch sein können, dass er die Infos gesagt hätte. Er sagt nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht zu übersehen. Aber weiter werde ich bei ihm wohl nicht kommen. Deshalb lasse ich ihn erstmal gehen. Er musste über meinen Auftrag Bescheid wissen, das heißt, dass es bei Nikolas einen Verräter geben könnte. Zudem sollte ich nach meinem Versagen außerdem lieber nicht gehen. Aber ich brauche einen neuen Job. Hey Billy, hast du irgendwas Neues für mich? Gerade leider nicht, sorry. Du kannst dir vielleicht die anfragen oder so. Hey du, hab gehört, du suchst einen Job. Wer will das wissen? Das tut nichts zur Sache, ich hätte da was für dich. Ich höre. Du musst einfach nur diesen Koffer zum anderen Ende der Stadt bringen. Was ist da drin? Drogen? Diebesgut? Brauch dich nicht zu kümmern, aber ich kann dich beruhigen, es sind weder Drogen noch habe ich es geklaut. Wie viel? Bei dem Mangel an Infos hätte ich gleich stutzig werden sollen, aber ich war in Geldnot und hatte eh nichts Besseres zu tun. Hände hoch, Sie sind festgenommen wegen des Diebstahls des Bertelli-Diamanten. Verdammt, eine Falle. Also von hier habe ich dich endlich erwischt. Der Diamant gehört Florian Bertelli Senior. Anscheinend hat er mir, um mich auszuschalten, eine Falle gestellt und die Polizei anonym informiert. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und nach Hinweisen suchen. Im Raum lässt sich nichts finden, auch wenn hier alles herumfliegt wie in einem Schweinestall. Die Notizen zu dem Fall hat Dolivan vor sich liegen. Ich kann etwas von anonymer Hinweis erkennen und E-Mail. Vielleicht ist ja auf seinem Computer was zu erkennen. Volltreffer. Eine E-Mail von Silent Watcher. Das ist ein Deckname vom Waisenhaus. Nur Nikolas Leute kennen ihn, also gibt es wirklich einen Verräter. Nur wer? Simeon, Anouk oder Johanna? Fest steht nur, dass ich es unbedingt herausfinden muss. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, aber ich muss jetzt dringend los. Was? Daraus wird wohl nichts, Bürschchen. Ich denke doch. Auf Nimmerwiedersehen. Hey, stehen geblieben.
Ich muss dringend zum Boss. Erst deine Waffe. Na gut, wenn es sein muss. Oh, was für eine erfreuliche Überraschung. Wohl nicht so erfreulich, wie es scheint. Was ist denn los? Du scheinst einen Verräter in deinen Reihen zu haben. Man hat versucht, mich umzubringen und mir dann einen Diebstahl unterstellt. Und du bist dir ganz sicher, dass es sich um einen Verräter handelt? Absolut, er hat einen großen Fehler begangen, an dem ich es erkannt habe. Nun, dann kann ich dich wohl beruhigen. Ich habe keinen Verräter in meinen Reihen, denn ich war es, der das Ganze getan hat. Was? Wieso? Los, erledigt ihn. So, jetzt kennt ihr die Geschichte. Und ich bin wohl am Arsch. Da ist er ja. Ich kenne den Kerl. Das ist Wladimir Garufski. Ich habe ihn vor Jahren schon mal gesehen. Ich war 10 Jahre alt, als Garufski Nikolas besuchte. Ich schlich mich ins Zimmer, um zu lauschen. Erst verstanden sie sich gut, plauderten ein bisschen, doch dann begann ein Streit. Hey, das war mein Getränk, was soll das? Ach, das gefällt dir nicht? Gefällt dir dafür das hier? Oh verdammt, du bringst dich gerade in große Schwierigkeiten. Ach wirklich? Meinst du? Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt eine Frage stellen. Meinst du die Frage, warum ist der Typ von mir so ein Idiot? Oh nein. Die Frage wäre, wie komme ich hier raus, ohne zu sterben? Wo, wo, wo? Nimm das verdammte Teil weg. Nein, ich werde es nicht wegnehmen. Nimm es weg! Was ist hier los? Los, tötet ihn! Das wäre erledigt. Tja, anscheinend nicht. Schön, Sie kennenzulernen. Was ist hier eigentlich los? Nun, Sebastian Kramer, den du aus dem Knast geholt hast, wusste, wo ein riesiger Schatz von einem Raub versteckt war. Nikolas bekam nicht sahnend von Sebastians Bruder den Auftrag, ihn befreien zu lassen, doch er hörte kurz darauf von dem Schatz. Nikolas hatte jedoch schon seit Jahren geplant, aus dem Geschäft auszutreten, was ihm das gestohlene Geld nun ermöglichte. Also tat er sich mit Bertelli zusammen, um Sebastian, der den Schatz mit seinem Bruder finden wollte, auszuschalten. Du. Jedoch warst Nikolas schon lange ein Dorn im Auge, weil er dich nur schwer kontrollieren konnte. Deshalb passte es perfekt, dich gleichzeitig auch noch loszuwerden, was ihm offensichtlich nicht gelungen ist. Aber warum haben sie mich dann gerettet? Nun, Nikolas hat mir Schlimmes angetan. Nun will ich es ihm zurückzahlen. Und Sie denken, ich würde ja freiwillig mitmachen? Natürlich. Niemals. Na gut, überredet. Dachte ich's mir doch. Wladimir Garufski hat also eine Kampftruppe zusammengestellt. Besteht aus einer verrückten Killerin, einem ehemaligen Soldaten, einem Hacker und mir. Sein Plan ist es, das Geld, was Nikolas bereits gefunden hat, zu stehlen. Wir wissen, dass das Geld heute um 11 Uhr zum Flughafen gebracht wird, wo es dann zusammen mit Nikolas für immer verschwindet. Also werden wir während der Fahrt zuschlagen. Hey, was war das? War nur ein Fahrradfahrer, vielleicht ein Postbote. Showtime. Thank you.
Hier ist nichts drin, eine Falle, wir haben einen Verräter unter uns. Gute Arbeit. Hände hoch, Sie sind festgenommen wegen... Nicht heute. Jetzt hat er mich wirklich wütend gemacht. Hey, du weißt, dass ich hier weg will. Mein Flug kommt schon in 3 Stunden. Den Flug kriegst du noch. Ich brauche ein letztes Mal deine Hilfe. Mon ami, je pense que ce n'est pas possible. Mais non, tu dis que je suis un chat. Je dis que je n'aime pas la police. Hey, beruhigen Sie sich. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie sagen. Okay, hat sich erledigt. Schönen Tag noch. Im Ernst? Wann kommt der Typ endlich? Da ist er ja. Verdammt, da ist nur irgendwelcher gestohlener Kram drin. Nicht mal halb so wertvoll wie das Geld. Ihr seid alle festgenommen. Wegen Besitz von Diebesgut. Und wahrscheinlich auch wegen vielen anderen Dingen. Los, tötet sie! Ich hab gute Anwälte. Die nutzten ihm auch nicht mehr viel. Nicholas bekam eine saftige Haftstrafe. In der Stadt brach darauf ein Bankenkrieg um die Vorherrschaft aus. Ich, Billy und das Geld waren jedoch längst nicht mehr dabei. Wir waren auf dem Weg nach Panama.